Morgen ja nicht mehr ganz. Guten Mittag, meine Freunde, oder guten Abend. Hier in Dubai geht die Sonne unter, richtig schön. Ja, ich hatte mega viel zu tun mit den Kryptos, Videos geguckt, mit dem Crash angeguckt und nachgekauft natürlich und so weiter und so fort. Deswegen bin ich erst jetzt los. Oh, schön, schön, schön. Jetzt zum Sport. Und dann hören wir später, meine Freunde. Achso, ich habe eine ganz, ganz gute Überraschung für euch. Ihr müsst unbedingt die E-Mails checken. Ich habe jetzt gesagt, okay, bis Ende der Woche gebe ich jedem, also einer Person jeden Tag 50% Rabatt aufs Matrix-Prinzip, um rauszukommen aus diesem Hamsterrad. Also eine Person jeden Tag bis Sonntag bekommt 50%. Aber nur, wenn ihr eingetragen seid in der E-Mail-Liste. Und dann geht die Verlosung jeden Tag los, deswegen nehmt unbedingt teil. Oh, ist das nicht schön, meine Freunde? Heute läuft richtig gut. Hab schon alles erledigt, was man so heutzutage zu erledigen hat. Also hab einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich bin negativ. Das war schon mal richtig gut. Dann war ich auch noch schnell beim Röntgen heute Morgen. Also ich habe keine gebrochenen Beine. Auch richtig gut. Habe mich richtig gefreut. Genau. Und ja, jetzt ziehe ich mir gleich noch ein bisschen Netflix rein und dann stimme ich noch ganz schnell ab, bevor die Story weg ist, ob meine Lieblingsbloggerin sich eine blaue oder eine grüne Hose kaufen soll. Ey, das war eine sehr dringende Frage und da haben erst 248.000 Leute abgestimmt. Da muss ich auch noch mal schnell meine Stimme lassen, okay? Genau, und dann haue ich mir noch ein paar Big Mac rein und bis später. Sessi, und ich wollte noch mal sagen, also da liegst du definitiv falsch, ne? Dogecoin kann gar nicht so schlecht sein, weil Elon Musk findet den ja sogar gut. Und außerdem kaufen das alle und ist auf Platz 5. So, und ich muss dir noch mal was sagen. Süßigkeiten und Zucker ist gar nicht schlecht für die Kinder, weil mein Arzt hat gesagt, das ist voll gut. Das brauchen die zum Wachsen. Und außerdem, Cecil, das machen alle. Also, das ist ja wohl immer wieder voll der Quatsch, den du redest, ey. Einfach. Auch hier nochmal danke, Coach Cecil. Du bist der Beste. Genau, für sein Wissen und für seine Coachings, das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Wir sind super dankbar. Jetzt übrigens, wer sich dafür interessiert, der kann uns auch gerne mal anschreiben. Genau. Entweder wir Sie oder mich unter Millibella Mindset. Da können wir euch ein paar Infos drüber geben. So, da habe ich mal kurz drüber nachgedacht. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Es hätte den Titel: Du kannst alles erreichen, gebe niemals auf und lass dir nichts anderes sagen. Punkt. Das ist der Titel. Wie finde ich Atom natürlich gut? Also ich habe so eine Strategie. Und zwar habe ich, sagen wir mal ungefähr, ganz grob jetzt, 50% in Bitcoin und Ethereum. Dann habe ich ungefähr 30% in den Large Cap, also in den Top 10 oder so, oder sagen wir mal Top 20. Und dann habe ich 20% in den viel kleineren. So, und da wirklich so breit gestreut, dass ich jeden Tag gucke, ach, der geht hoch, geht. Und ich habe so einen Schnitt, wie so einen Index praktisch. Ich investiere aber immer mit allem nur in Projekte, die für mich einen starken Use Case haben, also die man braucht und die langfristig mega Potenzial haben. Deswegen natürlich nicht in Dogecoin und werde ich auch nicht. Sorry, eigentlich kann ich auf jede Frage von euch eine Story erzählen. Jetzt muss ich wieder eine Story erzählen. Warum erst nach dem Abi? Affiliate baut man nebenbei auf. Ich habe neben der Schule 5 bis 6 Stunden jeden Tag trainiert. So, warum wartet ihr immer? 3 Monate berichte ich über Kryptowährung. Viele sagen mir, Cecil, ich muss auch mal anfangen, mich darüber zu informieren. Was? Geld hätte sich jetzt schon verdoppelt oder verdreifacht in der Zeit. Worauf warten wir immer? Und dann hast du dein Abi fertig und dann bist du hauptberuflicher Affiliate-Marketer oder was? Nein, wir müssen es nebenbei aufbauen. Verschwendet doch nicht die Zeit. Wo kaufe ich die Kryptos? Auch am Handy. Also es ist so sicher, ich komm da selber immer kaum hinterher. Ich muss den Authentifikator angeben, dann eine E-Mail bestätigen, dann dies, dann das. Aber auf der Kreditkarte, da steht hinten der PIN. Weniger Energie als hier reinzuschreiben, würde es bei YouTube-Suchfläche heißen, wie kaufe ich Kryptos? Kriegst du 1730 Videos dazu. In deiner Sprache, in Deutsch, vor deiner Nase.
Kryptos, ja oder nein? Wo ich gerade drüber nachdenke. Sorry, dass ich 3 Monate drüber geredet habe. Nein, ich würde nicht kaufen. Wohin müsste Bitcoin zurückfallen, dass ich nochmal nachkaufe? Bitcoin wirklich, das ist eine schwere Frage. Ich glaube so auf unter 40 vielleicht, mal schauen. Also mehr Gewinn ist bei den Altcoins zu kriegen und wenn man dann Gewinne realisiert später, dann kann man das in Bitcoin umtauschen oder in Stablecoins. So, das habe ich eigentlich vor. Ich habe eigentlich nicht vor, jetzt noch viel mehr Bitcoin zu kaufen. Warum denkst du eigentlich so negativ über Deutschland? Warte mal. 2019, 2025, aufgewacht. Was war denn 2020 los und 21? Ich weiß gar nicht. Also um es kurz zu sagen, ich kann ja hier immer nur meine Meinung sagen. Aber meine Meinung ist, ich lebe gerne irgendwo, wo man nicht ausgeraubt wird vom Staat, also Steuern ohne Ende bezahlen muss, wo man Sonne hat, wo man entspannte Menschen hat, die nicht neidisch sind und sich gegenseitig pushen. Dank dir hält mich jetzt die Familie für kriminell wegen Kryptos. Sie halten euch für bescheuert, wenn ihr euch gesund ernährt, für krank, wenn ihr Vitamine aufnehmt, für kriminell, wenn ihr investiert. Und ich weiß, wie verzweifelt ihr mich immer anschreibt, dass auch in eurer Familie das genauso ist. Und was soll ich sagen? Wenn ich sage 99%, dann meine ich natürlich auch eure Familie. Und man muss es einfach wissen. So, man muss es einfach emotional von sich wegtreiben. Und man muss wirklich nur Kontakt mit Menschen haben, also auch über Social Media, die müssen ja nicht neben dir sein, nur mit Menschen befassen, die denken können. Ist halt schwierig, aber lasst euch das nicht so, lasst es nicht so an euch rankommen, wenn eure Familie dazu gehört, wenn ihr euch gesund ernährt, dass sie sagen, das ist ungesund, wenn ihr euch gesund ernährt. Lasst es nicht an euch rankommen, okay? Einfach durchziehen und irgendwann kommen sie, was machst du da? In welche Aktien investiere ich? Ich habe euch ja gesagt, schon vor Monaten, ich habe aufgehört, in Aktien zu investieren, weil der Aktienmarkt sich komplett abgetrennt hat vom Realmarkt. Deswegen investiere ich da nicht mehr seit Monaten nur in Krypto und auch da werde ich bald einfach warten. Was ist mit Proteinpulver? Warum hast du es nicht? Ich habe euch schon die ganzen Jahre gesagt, nicht einer meiner ersten 20 Produkte wird ein Proteinpulver sein. Ich sage euch immer, esst die Proteine, es ist viel besser. Deswegen habe ich noch kein Proteinpulver rausgebracht. Hast du diese Korrektur erwartet? Ja, natürlich. Also jeder, der im Kryptomarkt ist, muss jederzeit 30%, 40%, 50% Korrektur erwarten. Jederzeit. Deswegen, ja klar. Und für mich ist immer geil, ich kann nachkaufen. Weil anhand verschiedener Indikatoren sieht man ganz klar, dass der Bullmarket nicht vorbei ist. Und gerade gestern oder so wurden 3 ETFs in Kanada für Ethereum genehmigt. Es ist so viel... bullischer Kram, also Kram, der den ganzen Markt hochpusht, der zurzeit passiert. Also wir sind noch Monate vom Ende des Bullmarkets entfernt, dass die Preise sinken. Und selbst da kann man nicht sagen, weil vielleicht kommt ein Superzyklus, das noch bis Mitte nächsten oder Anfang nächsten Jahres geht oder so. Es ist so viel da draußen, was passiert. Alleine 9 ETFs auf dem Bitcoin sind in den USA beantragt. Wenn einer davon durchgeht oder 2, es wird einfach nur noch explodieren. Deswegen, ich freue mich auf solche Dips, dann kaufe ich nochmal nach. Irgendwelche persönlichen Geheimtipps, kryptotechnisch, ja. Ich würde kaufen. Nutze ich meinen Ledger noch? Ich nutze ihn noch nicht. Irgendwie vertraue ich mir selber weniger als den Plattformen. Ist echt so. Also ich habe aber jetzt alles auf 7 Plattformen verteilt. So, meine Freunde, gleich durch. Und denkt unbedingt an das Gewinnspiel. Bis Sonntag suche ich jeden Tag eine Person aus, die für 50% das Matrix-Prinzip machen kann. Da lernt ihr alles. Nicht nur so einen kleinen Fitzel, sondern gerade die finanzielle Intelligenz, Mindset, tolle Beziehung, kein Stress,
Alles lernt ihr da und nutzt auf jeden Fall die Chance. Wenn ihr noch nicht im Newsletter seid, dann hochwischen, unbedingt anmelden, unbedingt die Free-Tour zum Matrix-Prinzip gucken und dann kriegt ihr eine E-Mail und ein glücklicher Gewinner bis Sonntag. Jeden Tag ein Gewinner für 50%, okay? Also gebt Gas. Puh, Cecil, jetzt bin ich fertig. Oh, ich muss gleich schnell einen Termin machen beim Orthopäden, ob ich jetzt ein gebrochenes Bein habe oder vielleicht schwanger bin. Das mache ich ab jetzt 3-mal die Woche. Oder 4, oder weißt du was? Immer wenn ich rausgehe, teste ich mich vorher. Alter, dass ich darauf nicht gekommen bin.